Freue ich mich auf deinen Slam-Titel, auf deinen Vortrag. Der klingt sehr sexy und ist es bestimmt auch. Das merkwürdige Aufschiebeverhalten geschlechtsreifer Studenten zur Prüfungszeit. Deine Bühne. Dankeschön. Ja, Prokrastination. Was für ein Wort. Das ist im Prinzip Aufschiebeverhalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele von euch das auch kennen werden. Ich habe eine Masterarbeit geschrieben zum Thema Facebook statt Hausarbeit, Prokrastination im studentischen Kontext. Weil wer ist besonders betroffen? Die Leute, die ihre Zeit frei einteilen können. Und das sind in erster Linie ja Freiberufler, Lehrer in den Sommerferien und Studenten. Daher könnte man, wie schon angekündigt, mein Thema auch nennen, das merkwürdige Aufschiebeverhalten geschlechtsreifer Studenten zur Prüfungszeit. Ich muss dazu sagen, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, ich bin quasi so eine Art Outlaw heute Abend zwischen Maschinenbau und Physik. Ich kann wirklich die Menschheit nicht retten. So leid es mir tut, ich werde nichts tun können für Omas Hüfte. Gegen Krebs oder AIDS habe ich auch nichts in der Hand. Aber ich kann euch heute Abend erklären, warum ihr euch verhaltet, wie ihr euch verhaltet. Also, Aufschiebeverhalten. Was ist das? Das ist im Prinzip, dass ihr was total Wichtiges machen müsst. Hausarbeit schreiben, Protokolle, Referate vorbereiten, Klausuren, Steuererklärung, Zahnarztbesuch. Und diese Dinge schiebt man extrem gerne auf. Wir spielen das jetzt im Prinzip einmal durch. Also, ihr sitzt morgens hochmotiviert am Schreibtisch und habt euch vorgenommen, ich schreibe jetzt eine Hausarbeit. Problem, ihr fangt an zu lesen und richtig Lust habt ihr eigentlich nicht. Muss mal kurz die Seite hier wechseln, ich mich hier wohler fühle. Richtig Bock habt ihr wirklich nicht und fragt ihr euch, na, muss man das denn machen? Erstmal Facebook checken. Mal gucken, was die Freunde so in den letzten 2 Stunden getan haben. Und dann kann man ja auch mal ein bisschen Fernsehen gucken, Dschungelcamp oder irgendwie DVDs sind ja auch wichtig, kann ein bisschen was lesen. Oder Facebook checken, ganz wichtig. Alte Schulfreunde auf Google wiederfinden, Online-Spiele zocken, Musik hören, Facebook checken, schlafen. Oder telefonieren, geht natürlich auch, und sich eventuell mit Freunden auf 1 oder 2 Bier verabreden. So, und dann sitzt man abends wieder am Schreibtisch und überlegt sich, was habe ich heute eigentlich geschafft? Und die Antwort ist, gar nichts. Und das ist doch eigentlich total merkwürdig, wenn wir überlegen, wir haben uns ja freiwillig für dieses Studium entschieden. Also könnte man sagen, Interesse und Lernmotivation ist prinzipiell vorhanden. Aber irgendwie tun diese Prokrastination immer hinten rum und macht einen Strich durch die Rechnung. Und das ist Mist. Ja, Masterarbeit habe ich dazu geschrieben. Ja, dazu kann man Masterarbeiten schreiben. Ich habe mich vor allem 2 Dinge gefragt. Das eine ist, warum ist es eigentlich so schwer, mit dem Prokrastinieren aufzuhören? Und das andere, kann das sein, dass das sogar Spaß macht? Jede vernünftige Arbeit braucht natürlich auch eine anständige Theorie. Ich bin da fündig geworden bei Leon Festinger mit der Theorie der kognitiven Dissonanz. Die erkläre ich euch dann jetzt mal in ganz kurz. Und zwar, also den Festinger mag ich extrem gerne. Diese Theorie ist auch universal einsetzbar für sehr viele Themengebiete. Eigentlich besagt die Folgendes, dass der Mensch bestrebt ist, eine Konsistenz zwischen seinen Kognitionen zu haben. Was ist eine Kognition? Das ist im Prinzip jedes Verhalten, jede Einstellung, jede Meinung, Überzeugung, die ihr über euch selbst oder über die Umwelt um euch herum habt. Und es wäre sinnig, wenn eure Meinungen zueinander passen, also dass eine gewisse Harmonie herrscht, eine Konsistenz. Wenn das nicht gegeben ist, dann entsteht kognitive Dissonanz und die finden wir doof. Man sagt sogar, es entsteht da ein körperliches Unbehagen. Ich würde sagen, das ist ein schlechtes Gewissen, zum Beispiel. Also Dissonanz ist doof, was ist die Lösung des Problems? Wir müssen die Dissonanz auflösen. Auch das spielen wir jetzt durch. Stellt euch vor, Kognition A ist, ich will eine fleißige Studentin sein. Kognition B ist aber, ich habe gerade überhaupt keinen Bock, diesen Text zu lesen. Was entsteht? Kognitive Dissonanz. Das passt nicht zueinander. Wie lösen wir dieses Dilemma? Wir haben im Prinzip 3 Möglichkeiten, diese Dissonanz aufzulösen. Möglichkeit A,
ich beschließe, ups, ich habe nach hinten, ich beschließe, ich lese einfach den Text. Dann passt meine Kognition zu meinem Verhalten, alles gut. Dissonanz aufgelöst, mir geht es gut. Möglichkeit B, ich beschließe, ich will überhaupt keine fleißige Studentin sein, dann ist es eh egal, was ich mache. Da kann ich auch lesen, was ich will. Möglichkeit C, und das ist eigentlich die interessanteste, ich versuche eine Brücke zu bauen zwischen diesen beiden Kognitionen, indem ich eine dritte hinzufüge. In diesem Falle könnte es sowas sein wie, abends konnte ich sowieso noch nicht vernünftig Texte lesen. Ja, ich glaube, ihr kennt das. Und in dem Moment, in dem ich diese Kognition hinzugefügt habe, kann ich auch wieder alles machen, was ich möchte. Da kann ich schlafen, Fernsehen, DVDs gucken, Dschungelcamp oder andere Sachen. Das ist völlig egal. Weil abends konnte ich ja sowieso noch nie vernünftig Texte lesen. Und das heißt aber auch, und ich bin mir sicher, dass da jetzt einige von euch sagen, na, das kann ja nicht sein. Das heißt, dass es während der Prokrastination dem Prokrastinierenden gut geht. Und jetzt steht ihr und sagt, nee, so ja nicht. Wenn ich daran denke, was ich alles hätte tun sollen und habe ich nicht, kriege ich ein total schlechtes Gewissen. Ich sage, ja, das stimmt. Warum? Weil ihr euch im Prinzip selber dabei erwischt habt, dass ihr etwas anderes tut, als das, was ihr solltet. Ihr habt euch, ich habe das Awareness-Effekt im Prinzip dabei erwischt, zu prokrastinieren. Und was passiert dabei? Da entsteht kognitive Dissonanz. Weil da passt wieder die Kognition, ich will eigentlich eine fleißige Studentin sein, nicht mehr zu, oh, ich bin aber gerade auf Facebook. Ja, was macht man da? Ja, auflösen, ne? Ich habe in meiner Masterarbeit 400 Leute befragt und habe besonders auch gefragt, wie sie es auflösen, also welche Begründungen sie anführen, warum sie gerade aufschieben. Und da ist zum Beispiel sowas dabei wie, ich kann sowieso nur unter Druck arbeiten. Und das haben 61% gesagt. Oder im Notfall mache ich eine Nachtschicht. Oder ich habe ja noch Zeit. Oder meine persönliche Lieblingsbegründung, morgen fange ich richtig an. Aber versprochen. So, was machen wir jetzt damit, ne? Ich hatte ja die zwei Fragen am Anfang. Das eine ist, macht Prokrastination Spaß? Ja, leider, total. Weil wir machen ja genau das, was wir wollen, solange die Dissonanz aufgelöst ist. Und warum ist es so schwer, mit dem Prokrastinieren aufzuhören? Naja, das ist halt ein Teufelskreis, ne? Wir sind halt die ganze Zeit drin, die Kognition, die wir haben, im Gleichgewicht halten zu wollen. Und sobald eine Dissonanz entsteht, lösen wir die auf, dadurch prokrastinieren wieder. Dann kommt dieser furchtbare Awareness-Effekt. Dann stellen wir wieder fest, ah, so sollte es ja doch nicht sein. Und damit sind wir einfach im Teufelskreis Prokrastination. Awareness-Effekt, fies. Wenn der nicht wäre, ne, dann wäre das ja alles gar kein Problem. Und das Allerfieseste ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich euch ein paar von euch nämlich auch damit erwischen kann. Weil wer von euch würde denn jetzt sagen, mit dem Science Slam hier prokrastiniere ich gerade? Einmal bitte die Hand hoch. Ja, wer sollte eigentlich Klausuren vorbereiten, lernen, Hausarbeit? Liebe Leute vom Radio, das waren einige. Ja, morgen, genau. Und das Problem ist ja, ne, das fühlt sich jetzt einfach doof an. Jetzt steht ihr da und denkt, ja, verdammt, das Referat, die Klausur in einer Woche. Und so kann ich euch ja nicht stehen lassen. Ich möchte ja, dass ihr ein gutes Gefühl habt, wenn ihr nach Hause geht. Deswegen löse ich das gerne für euch auf. Es ist total richtig, dass ihr hier seid, denn es ist ja auch wichtig, zum Beispiel soziale Kontakte weiterzutragen. Die müssen gepflegt werden. Hier könnt ihr Freunde treffen. Und es ist ja auch sehr, sehr relevant, seinen wissenschaftlichen und kulturellen Horizont immer wieder zu erweitern. Und im Notfall macht ihr halt eine Nachtschicht. Aber morgen könnt ihr auch richtig anfangen. Aber versprochen. Ich danke euch. Vielen Dank, Sarah Kohler. Dankeschön. Dein Applaus.
Großartig. Vielen Dank, du hast auf unseren Gefühlen gespielt. Auch auf meinen.